Das ist so ein David gegen die vielen Goliaths und ein Stück von dem, was Pierre Bourdieu die Gegenöffentlichkeit nennt, ist ein großer Freund und Vermittler von Peter Hacks. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns dann auf der kulturellen Strecke verbindet. Herzlich willkommen, Arnold Schölzl. Arnold, wie bist du zum Autor geworden? Seit dem Gymnasium eigentlich. Wie? Durchs Schreiben. Also wir haben Schülerzeitung gemacht, um es ganz konkret zu sagen. Aber irgendwann, das macht ja den ersten großen Aufsatz habe ich über Sozialismus in Israel geschrieben, in unserer Schülerzeitung. War dann eine bittere Enttäuschung. Das war ein Jahr vor dem Sechstagekrieg. Und irgendwann kommt doch der Punkt, wo man auch merkt, man kann es. Oder man hat eine spezielle Schreibe, die andere auch fesselt. Nein, da ich 20 Jahre, bevor dann hier die Kolonialoffiziere an der Universität einritten, an der Humboldt-Universität gearbeitet habe, im Wissenschaftsfach, das ist eine ganz andere Sache. Wissenschaftliche Texte zu schreiben als für Zeitungen oder eben als Autor. Ich habe allerdings angeregt durch viele Studenten, die in Medien der DDR gearbeitet haben, in verschiedensten Medien von DT64, Schulfunk, populärwissenschaftliche Zeitschriften, aber auch Neues Deutschland, verschiedenste Sachen dann immer geschrieben. Das ist schon wahr. Nicht? Also da gab es eine gewisse Übung. Du bist ein DDR-Flüchtling, für viele im Westen untypischer Art, aber wer im Osten gelebt hat, wusste, dass mehrere Tausend. Eine Million schätzen einige. Ach, eine Million von Ost. Ja, also es gibt inzwischen, eine ganze Literatur. Irgendeiner von diesen, muss ich sagen, ja, importierten Historikern, der jetzt in Potsdam lebt, hat im letzten Jahr Agenten, Spione, Überläufer oder so geschrieben. Da ist ein ganzes Kapitel über mich drin. Und die Zahlen, die in diesem Buch und auch in anderen veröffentlicht werden, sind nach meines Erachtens alle viel zu niedrig. Also allein was ich erlebt habe 1967, als ich in die DDR ging, das waren nach meiner Einschätzung jeden Tag einige hundert Leute, die aus der Bundesrepublik in die DDR wollten, allein in diesem Jahr. Und was ich dann gehört habe oder dann auch angetroffen habe, es waren auf jeden Fall einige hunderttausend, die in die DDR gegangen sind. Zum großen Teil muss man sagen, waren es Wanderer, also auch Rückwanderer. Welches Jahr war das bei dir genau? 67. 67, also noch Ulbrichtzeit. Das war noch Ulbrichtzeit, genau. Und bitte? Wie unsere Kanzlerin. Ja, na gut, die ist aber als Kleinkind von Hamburg nach in die Uckermark versetzt worden. Das, da würde ich doch einen gewissen Unterschied machen. Dann. Ja. Nee, also. Ja. Da sind wir wieder bei Vergleichen und Gleichsetzen. Ja, genau. Das ist ja immer das Problem, dass man in der deutschen Sprache nicht sagt, man, kann ich Äpfel mit Birnen vergleichen? Selbstverständlich kann man Äpfel mit Birnen vergleichen, man kann sie nur nicht gleichsetzen. Aber zu dem, was Peter Ferdinand Koch gesagt hat, mit dem Wechsel von Ulbricht zu Honecker, ist ja ein viel diskutiertes Thema. Ja, klar. Sarah Wagenknecht hat sich ja damit befasst, und zwar immer so, dass man so stückchenweise eigentlich den Ulbricht näher und den Honecker etwas ferner gesetzt bekommt. Wie ist dir das mit dieser besonderen Biografie, die du aufweist, ergangen? Also, ich habe 1970 angefangen, an der Humboldt-Universität Philosophie zu studieren. Es gab einige wichtige Fächer. Ich muss noch sagen, allein die Tatsache, dass ich als ehemaliger Bundeswehrangehöriger und jemand, der also auch in der DDR das Abitur nochmal machen musste, überhaupt zum Philosophiestudium zugelassen war, war eine Idee, jetzt nicht auf mich bezogen, Walter Ulbrichts. Ich sag mal so, bisschen flapsig, er hatte die Idee, den Sozialismus, die DDR überhaupt zu retten. Ich glaube, er hat sich sehr Gedanken gemacht über die Existenz der DDR, indem er A, sehr viele Kulturwissenschaftler
ausbilden ließ, indem er B, sehr viele, ich sag mal, das nannte sich Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsorganisationen ausbilden ließ und dazu auch Philosophen. Konkret 1900 oder vor der Hochschulreform in der DDR, die fand 1968 statt, wurden an den ganzen Fakultäten für Philosophie oder Instituten für Philosophie der DDR-Universitäten, ich schätze mal 100 Leute im Jahr zugelassen, wahrscheinlich weniger. Jedenfalls weniger als Theologen übrigens an den theologischen Fakultäten, die ja an allen DDR-Universitäten existierten. Und das änderte sich dann. Also es gab da eine Zeit, wo 200 Leute zum Philosophiestudium auf einmal zugelassen wurden. Und das war das Konzept dahinter. Also man wollte Organisatoren in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in den Medien haben, die sozusagen mit einem guten allgemeinen Bildungshintergrund in die Institutionen hineinwirken sollten, ja, und insbesondere organisatorisch tätig werden sollten. Das war aus meiner Sicht die Grundidee. Und deswegen hatten wir dann, als wir anfingen, Philosophie zu studieren, Fächer wie Kybernetik, wir hatten Grundlagen der Mathematik, formale Logik ohnehin und Ähnliches, also auch Wissenschaftstheorie direkt. So, und dann kam das, ich weiß nicht mehr genau, welches das war, das, also das Plenum, an dem eigentlich ja Walter Ulbricht abgelöst wurde, das war irgendwann im Februar 1971, 1971. Ich habe 70 angefangen zu studieren und das erste Semester war noch so geprägt, wie ich es eben geschildert habe. So, und dann war dieses Plenum, da gab es allerhand Diskussionen über Subjektivismus in der Wirtschaftsführung. Ulbricht hatte Automatisierung, Kybernetik. Er hatte ja Weizenbaum gelesen, wie man weiß. Und gefragt, ja, wenn das die Zukunft ist, also eben die Vollautomatisierung der Wirtschaft, was wird dann mit der Ideologie und vor allem was wird mit den Arbeitskräften? Ja, und wie finden wir da eine sozialistische Lösung? Er hatte das, das weiß man, 10 Jahre vorher gelesen. Also, und Norbert Wiener kannte er auch. Das sagen mir Leute, die mit ihm darüber diskutiert haben. Also das hat ihn sehr bewegt. Er hat dann 1969, weiß ich noch genau, 20 Automatisierungsobjekte in der ganzen DDR in der Großindustrie einweihen lassen. Er war damit auch seiner Zeit voraus. Das funktionierte nicht. Das Hinterland fehlte. Die Sowjetunion machte nicht mit, die hatte ihm ja ohnehin 1965 einen Strich gemacht, also konkret als Brezhnev seine erste Reise in die DDR machte, 1965 gab sich der Planungschef der DDR anschließend die Kugel, um es ganz kurz zusammenzufassen. Und das hatte natürlich einen Grund, nämlich dadurch, dass das erwähnte Nöspel gestrichen wurde, de facto, mit Hilfe Honeckers. Und nochmal zurück zum Studium. Also das haben wir alles sozusagen gebimst. Axiome, mathematische Axiome und andere Dinge, die man normalerweise in einem normalen Philosophiestudium nicht unbedingt bimst. Und dann kommen wir aus den Semesterferien des Wintersemesters zurück im März 1971 und stellen fest, alle diese Fächer sind verschwunden. Also unser Mathematikprofessor, das weiß ich noch heute, ein bürgerlicher Antifaschist, der übrigens während des Zweiten Weltkrieges Sabotage in den Heinkelwerken geleistet hatte und deswegen knapp dem Schafott entkommen war, der war völlig perplex. Man hatte das alle diese Fächer einfach gestrichen, weil auf dem Plenum war gesagt worden, das ist alles Subjektivismus, das brauchen wir nicht. Es gab da auch Überzeichnungen. Es gab Überzeichnungen. Also auf einmal sollte alles zum Beispiel systemtheoretisch durchdacht werden. Die ganze Philosophie auf Systemtheorie, da kannte man Niklas Luhmann in der DDR noch gar nicht so reduziert werden. Das war einseitig, zweifellos. Aber es war ein Konzept, der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu stellen, die Bevölkerung, mit der haben wir einige Schwierigkeiten. Was machen wir mit diesem Sozialismus? Und vom Westen mal ganz abgesehen. Geheimdienste spielen da noch die geringste Rolle, würde ich sagen. Also das, die Einwirkung, meine ich, vom Westen. Nicht? Das war die Grundfrage. Und das wurde sang- und klanglos einfach
beseitigt. Und das war natürlich für uns Studenten ein ganz großer Einschnitt. Und da muss ich übrigens sagen, aus meinem Studienjahrgang sind sehr viele, die später in der DDR-Opposition, im DDR-Untergrund gearbeitet, hervorgegangen. Das hatte was mit dieser Situation zu tun. Dass man darüber politisch überhaupt nicht gesprochen hat, einfach das so laufen ließ und sozusagen jetzt zurückging auf, ich sag mal, traditionelle philosophische Ausbildung. Nicht? Geschichte der Philosophie verstärkt und auch alles gut, war auch alles in Ordnung. Aber eben darüber wurde nicht diskutiert. Und dann kam noch ein zweites dazu, das muss ich schon dazu setzen, dass damals die Ökonomen, mit denen wir zu tun hatten, übrigens auch Dieter Klein, der damals an der Humboldt-Universität ja schon war, gesagt haben nach dem Amtsantritt, das war dann schon ein bisschen später, von Honecker, das, was jetzt hier passiert ist, unser Nationaleinkommen wird aufgefressen. Das waren die Geschichten, dass Honecker als erstes im Westen für 2 Milliarden Devisen D-Mark, Jeans und andere Dinge einkaufen ließ. Ja, genau. Und der Golf kam dann ein bisschen später. Und auch darüber sehr wenig politisch diskutiert wurde. Und uns die Ökonomen vorrechneten, wie lange man sowas machen kann, bevor man nichts mehr zu investieren hat in der eigenen Volkswirtschaft. Also das waren die beiden Hauptdinge. Kannst du dir vorstellen, diesen Vorgang Edgar Braun, jetzt meine ich nicht, dass er später als Konvertit mit Wertebach zum Abwickler des MFS geworden ist und dabei sicherlich auch den einen oder anderen früheren Kollegen denunziert hat, sondern ich meine diese Geschichte beim Sturz Honeckers. Also als ich dem Gysi das erzählt habe, es war am 50. Geburtstag von Peter Sodann, hat der gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin da sehr skeptisch, was die Einzelheiten angeht und also saß jemand am Tisch, der sagte, er könnte, der auch aus dem Internas Generation nach Gysi saß am Tisch und sagte, ja, ich weiß, dass das stimmt. Ach so. Also ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, oder ich kann mir abstrakt vorstellen, dass es natürlich immer mal zu beabsichtigten, unbeabsichtigten Schusswaffengebrauch gab und dann auch zu bestimmten Konsequenzen. Aber so wie ich die Staatssicherheit kennengelernt habe, also sowohl was das politische Wissen, was den sachlichen Umgang, das Engagement und auch die Menschlichkeit, muss ich jetzt ganz einfach mal sagen, anging. Also ich bin da sehr im Zweifel und habe da an der Stelle, wie überhaupt, was die betreffenden Passagen angeht, also auch zu Werner Grossmann und so, das würde ich sagen, ist, muss ich leider sagen, Herr Koch, BND-Pampe für mich. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Darf ich nochmal den Hinweis geben, dass Markus Wolf, was diese Geschichte mit Ulbricht angeht, in seinen Memoiren sehr ostentativ darüber gesprochen oder geschrieben hat, dass die Personenschützer von Honecker mit durchgeladenen MPs erschienen sind. Und zur BND-Pampe, das ist durchaus denkbar. Ich wollte da auch nur erklären, dass der BND über bestimmte HVA- und MFS-Leute informiert gewesen ist. Und so schlecht waren die Informationen oder die Dossiers auch nicht. Ich möchte gleich gerne was dazu sagen. Also generell auch, nachdem ich das Buch nochmal gelesen habe, also Peter Hacks. Die Russen und die Amerikaner haben auf deutschem Boden ihren Krieg geführt. Das muss man immer als Überschrift, denke ich, über dieses Thema setzen. Ja? Und die CIA kommt mir zum Beispiel in diesem Buch fast gar nicht vor. Oder jedenfalls nur sozusagen als die immer Bescheid wissen, dies und jenes lenken, den Gehlen machen lassen, aber im Grunde ganz genau Bescheid wissen. Beim Sturm auf Normannstraße kommen sie. Ja, na gut, das keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist zum Beispiel ein Kapitel, was völlig fehlt. Und von anderen Geheimdiensten mal ganz abgesehen. Der ist doch reichlich vertreten. Bitte? Der ist doch reichlich vertreten. Ja, schon. Auch als Gehlen-Kritiker übrigens. Als eben, ich sage ja, also die Darstellung ist im Grunde so, das hat mir eingeleuchtet, die ganzen Judenmörder und Kriegsverbrecher, nicht nur im BND, sondern in allen, würde ich sagen, Landes- und Bundesbehörden der Bundesrepublik, ich habe sie ja selber erlebt, die
davon wusste die CIA, die Zitate sind ja alle drin von Truman, Ziegenficker, aber das ist mir egal, oder so, Schweinehund, Hauptsache er ist unser Schweinehund. Ja, natürlich. Dass die sowjetische Seite auf der anderen Seite das ausgenutzt hat, um Leute zu erpressen und umzudrehen, leuchtet mir auch sehr ein. Und dass das dann wiederum die Amerikaner auch mitbekommen, leuchtet mir auch sehr ein. Aber wie gesagt, deren Tätigkeit, die ja bis heute anhält, also jedes Mal, wenn hier irgendwas ist, sagen wir mal, das ist mal ein Stichwort, was jetzt im ganzen Ägypten und anderen Kram überhaupt nicht vorkommt. Am 4. November 2009, ist gerade mal anderthalb Jahre her, hat ein Mailänder Gericht 20 CIA-Leute verurteilt wegen Entführung. Und es ging um einen Ägypter, der also dort auf offener Straße in Mailand gekidnappt wurde. Und dann über Rammstein Extraordinary Rendition zum Foltern nach Ägypten gebracht wurde. Darüber redet keiner. Die Herrschaften können hier machen, was sie wollen, und das machen sie auch. Und das fehlt mir ein bisschen. Also ich will jetzt zur Ehrenrettung, bevor darf er sich da auch mal ein bisschen rehabilitieren. Aber ja, darf ich vorher zu Ihrer Rehabilitierung beitragen? Erstens ist das nicht ganz das Thema von dem Buch gewesen. Und zweitens, lasst uns doch noch ein bisschen Spannung für einen zweiten Band aufrechterhalten. Jetzt sind Sie. Also das genau wollte ich sagen. Das Thema sind die Doppelagenten in Deutschland gewesen und nicht die CIA. Also wobei ich noch mal hinzufügen muss, dass die Amerikaner natürlich ein bisschen gelobt werden. Aber ich kann nichts dafür, dass sie schlauer waren als die Westdeutschen. Gut, aber ich glaube, den Goldstaub hast du auch registriert. Ja, und wir werden ja gleich den dritten am Tisch haben, von dem das Wort Goldstaub stammt. Ich will dich jetzt noch mal fragen. Die junge Welt macht ja viel sozusagen auch an Aufdeckung von Verschwörungen. Also im Rahmen ihrer kleinen Möglichkeiten. Aber ihr seid die einzige Zeitung, bei dem mal sowas steht, wie das, dass da 20 Leute in Mailand vom CIA verurteilt worden sind. In denen auch mal steht, dass es Eingriffe von Geheimdiensten gibt. Da unterscheiden wir uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Linke viel ernster genommen wird. Übrigens, als es ihr gelegentlich zukommt, was die geheimdienstliche Behandlung anbetrifft. Aber es sind ja nicht nur Linke, es sind ja auch andere, von denen ich schon glaube, dass der BND nicht nur damit beschäftigt ist, im Ausland tätig zu sein, sondern sich auch hier darum kümmert. Aber wie oft kommt bei dir das Thema oder der Vorwurf Verschwörungstheorie, und wie ist dein Eindruck von dieser Verbindung von Medien und BND, Verfassungsschutz, möglicherweise auch CIA und Mossad? Ja, davon muss man ganz einfach ausgehen, dass also ein weltweiter Filz zwischen Geheimdiensten und Medien existiert. Also das halte ich erstmal für eine Grundvoraussetzung. In einem dafür liegen die Interessen zu nahe beieinander. Dafür ist, was darüber wird in dem Buch auch nicht gesprochen, Geheimdienste sind ja nicht nur Sammelstationen und Analyse Einrichtungen, sondern das sind ja auch ideologische Apparate. Und ich meine, wir haben nun gerade wieder es amtlich bestätigt bekommen im Bundesverfassungsbericht, der am Freitag vorgestellt wurde, dass man also rechtswidrigerweise laut Bundesverfassungsgericht die junge Welt beobachtet und dann auch im Bundesverfassungsbericht aufführt. Wir haben in dem Fall, muss ich sagen, den Superlativ wiederbekommen. Wir sind das bedeutendste linksextremistische Organ. Für einige Zeit waren wir nur das Bedeutende. Aber ist natürlich großartig. Aber ehrlich gesagt, ich habe da dieselbe Haltung wie, sagen wir mal, Egon Bahr neulich, der es wieder gesagt hat, das ganze Zeug verbrennen. Oder wie Kohl wohl auch sie hatte. Und nur dieses, ja, eben HB-Männchen, kann man immer nur wieder sagen, Hans-Jochen Vogel. Nicht? Und im Anhang, also alles das, was an Hysterikern aus der DDR kam, mit ihren Geldgebern und eben aus den Geheimdiensten, ihren Freunden, was die Staatssicherheit angeht. Also gucken wir mal uns diese, ich sage immer, Quadrataufarbeitung in Brandenburg an, also Aufarbeitung hoch zwei. Ja? Was ist denn das?
Da wird also, was da am Freitag in Potsdam diskutiert wurde zu den Medien, das hat nun also die Märkische Allgemeine Zeitung seit 20 Jahren im Besitz der FAZ dazu bewogen, zwei Druckseiten dieser Frau, die das gemacht hat, um die Ohren zu hauen. Das ist einfach Müll, der da noch produziert wird, der uns hier ständig vorgesetzt wird. Gut, also es ist ein Filz, es ist auf der anderen Seite vernachlässigenswert. Das Problem ist, nehmen wir 11. September, das Problem ist, wie ein russischer Kollege das so schön mal bei uns formuliert hat, Verschwörungstheorien sind zu nichts Nütze, nur zum Erklären von Verschwörungen. Und daran muss man sich halten. Ja? Also eine Verschwörungstheorie nützt gar nichts, aber es ist natürlich wichtig, sich immer welche sozusagen zurechtzulegen. Also man sollte sie allerdings nur in sehr, sehr seltenen Fällen, nämlich wenn man hieb- und stichfest was hat, verwenden. Aber ich denke, alle Journalisten, die also ein Enthüllungsinteresse haben, viele haben das meines Erachtens in der Bundesrepublik gar nicht mehr. Ich bin überhaupt der Meinung, die Bundesrepublik ist unter den westlichen Ländern, und ich sage jetzt mal von Israel bis in die USA, von Gidon Levy bis Seymour Hersh, das Land, wo es überhaupt keinen investigativen Journalismus mehr gibt. Mir wird dann immer Hans Leyendecker vorhalten, da sage ich nur, wer dem 29-fachen Stasi-Killer so hinterherrennt wie Hans Leyendecker auf ganzen Seiten in der Süddeutschen Zeitung und dann keine Zeile darüber zu schreiben, dass der still und leise von der Bundesanwaltschaft wieder entlassen werden musste, weil er nischt war, ja, der sollte vielleicht mal auch die Klappe halten, bevor er was groß darüber sagt. Und ansonsten muss ich sagen, also der Filz von Journalismus und ja, reinem verlautbaren Journalismus hier beim hauptstädtischen Red Pack, also beim Pressekorps, ja, der ist, glaube ich, so eng wie sonst in keiner westlichen Hauptstadt. Also nicht mal das Bedürfnis, was weiß ich, da irgendwas zu entreißen, was wirklich mal ein Knaller ist. Ich sehe es nicht. Also es gibt ein Beispiel, wie Filz funktioniert zwischen Medien und BND. Bekannt ist Michael Gartenschläger, der diesen Todesautomaten mal abgebaut hat. Und Michael Gartenschläger lebte, ja, dem ging es nicht sehr gut. Und dann hat er die Idee gehabt, diesen Schießprügel abzubauen und ist dann zum Spiegel gegangen. Und sagen Sie nochmal, welchen Schießprügel? Ich stehe im Moment ein bisschen im Diesen Band. Diesen Todesautomaten, der SM, diese Selbstschussautomaten, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. So, dann ist er zum Spiegel gegangen, Michael Gartenschläger, und hat dann gesagt, also ich möchte gerne den Automaten abbauen. Hat er 10.000 Mark dafür gekriegt. Es ist ihm gelungen, den abzubauen. Und dann hat Michael Gartenschläger dem Spiegel diesen Todesautomaten oder diese Schießgeschichte auf den Tisch gelegt. Kaum war Michael Gartenschläger wieder weg, klingelte das Telefon in Pullach. Wir haben ihn, den Apparat haben wir jetzt da und wir schicken ihn jetzt runter. 3 Tage später hat Pullach den Apparat dann zur Erprobungsstelle der Bundeswehr nach Meppen geschickt. So, ein Riesenspektakel in den Medien. Dann kam Michael Gartenschläger nochmal und zum Spiegel 4 Wochen später und sagte, es gibt einen Schießautomat der neuesten, der letzten Generation, der ist auch ganz interessant, den hole ich mir jetzt auch. Und es gibt eine Aktennotiz des BND, dass man daran kein Interesse mehr hätte. Aber 4 Wochen später wurde Michael Gartenschläger erschossen an der Grenze. Das heißt, er wurde erwartet. Seine zweite Aktion hat Michael Gartenschläger dem Spiegel zur Kenntnis gesetzt, der im Prinzip sehr verschwiegen war. Wie kam die Nachricht nun an die Staatssicherheit? Das ist eine Geschichte, die ja, mir heute immer noch bitter aufstößt. Also irgendeine Informationsschiene muss es da gegeben haben. Ja, zweifellos. Also das war auch ein Ost-West-Geschäft und der Spiegel wird scherzhaft, glaube ich, auch als Zentralorgan aller Geheimdienste der Welt immer mal wieder bezeichnet. Ich glaube, auch das ist berechtigt. Ich weiß nicht, ob er den grönländischen und auch den von Belutschistan beliefert, aber ich nehme es fast an. Und
Naja, und das Ganze ist ja nicht nur witzig. Also was Gartenschläger angeht, ist meines Erachtens auch, wie er dann zu Tode gekommen ist, auch noch eine andere Frage, aber das, da kenne ich mich in den Details nicht aus. Das ist aber öfter dargestellt worden. Dasselbe ist ja so ähnlich. Heribert Schwan, meines Erachtens auch ein Konfident des BND, hat gerade wieder mal... Abteilungsleiter des Westdeutschen Rundfunks. Ja, ja, hat gerade mal wieder die Eigendorf-Geschichte, also des Fußballers, der, da möchte er unbedingt herausbekommen, dass also Mielke persönlich also den irgendwie gegen Baum hat fahren lassen. Das ist schon absurd, was auf dem Gebiet auch erzählt wird, nach meiner Meinung. Und ich will aber noch eins sagen. Ich kann nur jedem Berlin-Besucher empfehlen, und das steht ja in keinem Reiseführer, sich die Baustelle des Bundesnachrichtendienstes-Gebäudes in der Chausseestraße ansehen. Dann weiß er, was in diesem Land eigentlich so los ist. Also wer ein solches Monstrum sich hinstellen kann, dass die Pyramiden von Gizeh locker also übertrifft im Umfang, was, glaube ich, mehr Quadratmeter haben soll als das Pentagon, wenn es dann fertig ist und wo offiziell nur verkündet wird, man hat bis jetzt 1,1 Milliarden Euro dafür veranschlagt, das ist die offizielle Summe, wenn man es sieht, könnte man ohne weiteres sagen, ach naja, offensichtlich hat Mutti da noch ein bisschen tiefer in den Säckel gegriffen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Dann weiß man, dass, sagen wir mal, die beiden BND-Leute, die bei Beginn des Irakkrieges, gegen den ja die Bundesregierung so heftig war und die dann die Zielführung für US-Raketen nach Bagdad unter anderem gemacht haben, dass man sich auf noch viele Kriege, auf viele Interventionen, humanitäre selbstverständlich, und dies und jenes noch einrichtet. Also das, würde ich sagen, ist ein Bild dafür. Das muss man mal...